Achtung! Meldet jetzt! Mit Erich Honecker übernimmt 1971 der Kronprinz Walter Ulbrichts die Staats- und Parteiführung in der DDR. Der einstige Chef der FDJ, der frühere Verteidigungsminister und Architekt der Berliner Mauer, genießt das Vertrauen der Sowjetunion. Er ist zugleich der Mann, der die internationale Anerkennung der DDR im Westen vorantreibt und den Dialog mit der Bundesregierung in Bonn fortführt. Er reist nach Wien, Tokio, Paris und wird schließlich auch in Bonn empfangen. Erich Honecker ist sicherlich eine sehr widerspruchsvolle Persönlichkeit. Ich wende mich immer dagegen, ihn in Bausch und Bogen zu verurteilen. Denn er ist ja nicht angetreten, dieses Land zu führen, um dem Volke Schaden zuzufügen. Er ist sicherlich angetreten, mit seinen Jugendidealen einen Sozialismus zu gestalten, in dem die Menschen besser leben können. Was Honecker als Persönlichkeit betrifft, so möchte ich erst einmal sagen, dass er für diese Funktion nicht ausreichte. Ohne Zweifel hat er dann mit zunehmendem Alter, so vor 10, 15 Jahren, die falschen Berater gehabt. In der Ökonomie, Mittag. In Fragen der Sicherheit Mielke, in Fragen der Informationspolitik Joachim Herrmann. Und er und die Gehilfen von ihm waren eben verdammt dazu, den bitteren Weg zu Ende zu gehen und hatten auch in den letzten 5 Jahren, als Gorbatschow dann da war, haben auch nicht begriffen, dass sich in der ganzen Welt Veränderungen ergeben haben. Sie stützen sich, um es ganz offen zu sagen, eben auf die Staatssicherheit mit dem flächendeckenden Beobachtungsapparat und auch wahrscheinlich auf die Maschinengewehre. So bitter wie das ist, muss man ihnen das also, man muss sie also da in der Beziehung verurteilen. Ja. Mit Erich Honecker verbinden sich die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und auf eine Liberalisierung in der DDR. Rockgruppen wie die Pudis, bisher verboten, können öffentlich auftreten und sollen der Jugend ein neues Lebensgefühl von Freiheit vermitteln. Und mach nicht vor, im Ende schön und schlank. Und mach nicht vor, im Ende schön und schlank. Anfang der 70er Jahre, kann man sagen, war sowohl für die Rockmusik als auch für die Pudis, wir haben da ein bisschen Glück gehabt, eine kulturpolitische Wende. Die Rockmusik gab es vorher eigentlich nicht oder kaum. Wir haben zum Beispiel damals am Rande der Städte gespielt, in irgendwelchen Rockhöhlen auf dem Lande, wo dann die Jugendlichen hinkamen. Es gab nur Schlager und alles, was damit zusammenhing. Und dann, wie gesagt, Anfang der 70er Jahre wurde das alles lockerer. Man kann sagen, mit Honecker, dann waren 1973 die Weltfestspiele, wo das also richtig losging, ein Aufbruch. So ähnlich, wie es jetzt eigentlich in der Sowjetunion ist. Da bilden sich ja jetzt auch viele Gruppen und so war das damals auch. Und wir
hatten damals das Glück, Pudis und Bands wie Rempft und Lift, viele bildeten sich, dass wir also mit dieser Wende anfingen, unsere Rockmusik mit deutschen Texten zu machen und hatten auch noch dazu Riesenerfolg. Also wir wollen mal so sagen, wir hatten alle die Schere selber am Kopf, so ist man groß geworden. Ja? Und wir haben viele Texte gehabt, die abgelehnt wurden. Also wir haben vor vielen Jahren schon über Umwelt gemacht oder seit nur über Schwule oder über Tierversuche oder ich habe von meiner Solo-LP, da hatte ich einen Titel, ich habe im Knast eine Menge verpasst, die durften alle erstmal sowieso nicht gesendet werden und teilweise wurden sie auch ja nicht erst produziert. Zum Beispiel Umwelt war vor 5 Jahren absolut kein Thema bei uns gewesen. Ja. Unter Erich Honecker kehrt das Denkmal des alten Fritz auf seinen alten Platz unter den Linden zurück. Der neue Staatsratsvorsitzende will dem Volk der DDR nationales historisches Bewusstsein vermitteln. Er befürwortet den Wiederaufbau des Berliner Doms, lobt die Tugenden Preußens und würdigt die Verdienste Martin Luthers. Vor allem aber mit seinem Wohnungsbauprogramm gewinnt der neue Mann die Sympathien der Bevölkerung. Außerdem richtet er delikate und exquisit Läden für Luxuswaren ein. Das Leben in der DDR soll lebenswerter werden, auch wenn die Trabantenstädte von Ost-Berlin, Jena, Rostock und Halle von jener Monotonie sind, wie man sie aus West-Berlin, Bremen oder Hamburg kennt. Trotz seiner scheinbaren Liberalisierung, die sich später als Flexibilität und kluge Taktik erweisen wird, bleibt Erich Honecker der orthodoxen kommunistischen Lehre verpflichtet. Das zeigt sich mit der Enteignung der letzten Privatunternehmen in der DDR. Ein Beispiel aus Jena. Das war so eine schlimme Zeit, was man uns angetan hat, dass man den Betrieb, den man doch unter wirklich großen Aufwand aufgebaut hat und die Kollegen, die mitgezogen haben, für die war es alles schlimm. Die kamen dann immer und haben gesagt, Frau Kehne, schließen Sie doch das Tor zu. Wir wollen nicht Volkseichen werden. Und es gab aber keinen Weg. Unser Sohn, der hatte ja nun studiert auf der Ebene, dass er das Geschäft weiterführen wollte und konnte. Und der andere Sohn auch. Aber der wurde rausgeschmissen, weil das hieß ja eine Kehnel-Dynastie und das können wir nicht gebrauchen. Ja, ich bin dann weiter im Betrieb geblieben und habe Einkauf und Absatz gemacht. Auch in der Landwirtschaft regiert Honecker mit eiserner Faust und treibt die Kollektivierung weiter voran, bis hin zur industriemäßigen Produktion in getrennten Tier- und Pflanzen-LPGs. 1974 wurde die Trennung zwischen Pflanzen- und Tierproduktion beschlossen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt im Territorium ein VEG und 3 LPG. Und das VEG und die 3 LPG wurden ihr Land los und dieses Land wurde dann durch die kooperative Abteilung Pflanzenproduktion bewirtschaftet. Im Vordergrund standen nach heutiger Erkenntnis nicht ökonomische Gründe, sondern agrarpolitische Gründe, weil dadurch der SED die Möglichkeit gegeben war, ihren Einfluss noch geltender zu machen. Sie hatte ja dann auch mit weniger Leitungskadern zu tun und diese Leitungskader waren mehr oder weniger auch einfacher zu lenken und zu leiten. Das war nach meiner Erkenntnis einer der wichtigsten Gründe. Es ging um den Parteieinfluss vorrangig. Also das Wichtigste war die maximale Produktion. Die stand eindeutig im Vordergrund, ohne Rücksicht auf ökologische Gesichtspunkte, Bedingungen zu nehmen. Das kann eindeutig gesagt werden. Und das Groß, Größer am Größten stand im Vordergrund. Groß, größer am größten. Ohne Rücksicht auf regionale Bezüge, nur auf Erträge und Produktionszahlen fixiert, wird die DDR-Wirtschaft offiziell von einer Vielzahl von Ministerien, in Wirklichkeit aber von der SED gesteuert. Sie fordert die Erfüllung von Plänen und kümmert sich dabei weder um Arbeitssicherheit noch um Umweltschutz. Ganze Regionen wie die Industriezentren von Halle, Bitterfeld und Leipzig werden so zu ökologischen Katastrophengebieten.
Bitterfeld ist für den Begriff Arbeiterparadies, Arbeiter- und Bauernparadies, ein Schlag mitten ins Gesicht. Denn wer weiß, was die Arbeiter hier leisten müssen, unter welchen Bedingungen die arbeiten, und sieht dann hinein in die Stadt, wie sie aussieht, wie sie abgestorben ist, hinaussieht in die nähere Umgebung, wo die dreckigen Abwässer ablaufen, dann ist das ein blanker Schlag ins Gesicht für diese Leute. Die Gesundheit der Menschen ist hier wirklich wissentlich aufs Spiel gesetzt worden. Man hat gewusst, die letzten Veröffentlichungen haben das auch nochmal unterstrichen, diese ganze Geschichte. Zum Teil sind den Arbeitern auch die Gesundheit abgekauft worden. Bis 1961 zum Mauerbau in Berlin hast du gesehen, bei uns ging es leicht bergauf und danach ging es steil bergauf. Und das von einer Partei, die sich Arbeiter- und Bauernpartei nannte, war das schäbig. 1972 war es noch relativ gut, muss man sagen. Es lief, jeder hatte Interesse an der Arbeit, es ging vorwärts, irgendwie war Aufschwung da. Ab 1972, die erste Zeit, in der man sich umgestellt hat, es wurde immer schlechter, es wurden Pläne aufgestellt, die ihre rationell waren, mitunter kein Material da und so weiter. Und da ging die Wurstelei los. Aufgrund dessen ist natürlich auch die Arbeitsmoral gesunken, die Arbeitsintensität ging zurück und Lust und Freude gaben nicht mehr auf. Die Produktivität in den Betrieben von der DDR war nicht mangelhaft. Mangelhaft war die Zuführung von Ersatzteilen, von Zulieferbetrieben und, was noch ausschlaggebend war, wenn die anderen ihren Plan nicht erfüllt haben, mussten wir eben, auf Deutsch gesagt, aus Scheiße Bonbons machen. Die Arbeitssicherheit war natürlich, dass die Arbeitsschutzmittel zum Teil erstmal ja nicht vorhanden waren. Sie sehen hier uns mit Helme, die mussten wir tragen, für unsere persönliche Sicherheit. Aber wenn es um die Einrichtung der Baustellen ging, dann wurde uns gesagt, ne, macht das mal, ihr bringt das schon. Aber die Voraussetzungen dazu waren weder vorhanden, noch wurden sie geschaffen. Die Folgen sind Unzufriedenheit und Gleichgültigkeit. Es fehlt an der erforderlichen Motivation. Der immer wieder propagierte Fortschritt bleibt aus. Trotz aller Beteuerungen ist das Konsumgüterangebot nur mangelhaft. Und während die Neubausiedlungen in Plattenbauweise aus dem Boden gestampft werden, verfallen die historischen Stadtkerne von Stralsund bis Weimar. Was bleibt, ist vielfach nur der Abriss. Auch die viel gepriesene soziale Vorsorge und Fürsorge erweist sich als reine Propaganda. Zehntausende alter Menschen werden unter menschenunwürdigen Bedingungen in Alten- und Pflegeheimen aufbewahrt. Zehntausende bleiben sich selbst überlassen. Vor 7 Jahren ist meine Frau gestorben und seitdem bin ich alleine. Nicht? Und seitdem kümmert sich auch keiner um mich. Und um den genauso nicht. Wir beide halten nur noch zusammen wegen die beiden Hunde. Das sind unsere beiden Lieblinge. Und hat sich denn so mal die Volkssolidarität um sie gekümmert? Ach, die kümmert sich ja nicht. Um ihn ja auch nicht. Er ist 91 Jahre. Nicht? Der ist 91 Jahre und den kümmert sich niemand. Und mir auch nicht. Katastrophal auch die medizinische Versorgung, wie hier im städtischen Krankenhaus in Halle. Es fehlt an geeigneten Räumen, modernen technischen Geräten und Medikamenten. Über Jahrzehnte hinaus war es so,
dass wir also den Sozialismus mit einer gewissen Vorbildwirkung dem Westen gegenüber darstellen wollten. Und da konnte natürlich hier nichts schlecht, hier nichts schwach sein und hier nur sehr wenig verbesserungswürdig. Und das ist das große Problem gewesen, dass also in einer schönen Färberei, die hier durchgeführt wurde, viele Probleme unter den Tisch gewischt wurden und die Obrigkeit, obwohl sie häufig angemahnt wurde von vielen Leuten, das nicht zur Kenntnis genommen hat. Und große Illusionen, die wir, ich bin heute 61, die wir noch vor Jahrzehnten hatten, dass es mal so und so und so werden könnte, die Illusionen sind im Laufe der Jahrzehnte immer weiter zerstoben. Und das ist natürlich dann heute und hat dazu geführt, wie man sagen kann, zu einer Identitätskrise für viele Leute, besonders die, die also im fortgeschrittenen Alter sind wie ich. Nicht minder beschwerlich ist der Alltag. Das Einkaufen bleibt auch unter Erich Honeckers Amtsführung eine immerwährende Last, besonders für die vielen berufstätigen Frauen. Wir kaufen auf, wird angeliefert von der OGS Halberstadt, das heißt der Großhandel. Und wir haben dann auch Verträge gemacht mit Kleinstanbauern, die haben viel angebaut, Tomaten, Gurken, Salat. Dann haben wir sehr viel Erdbeeren aufgekauft, was zurzeit immer sommerreif geworden ist. Und Apfelsinen bekamen wir eben, die Kuba-Orangen, die haben wir dann so sehr oft gehabt, also kann man sagen, die Hälfte des Jahres, aber richtige Apfelsinen gab es eben immer nur zu Weihnachten. Es gab mal keine Klammern, es gab mal keine Schneebesen, es gab mal keine Stiefel, für Mädchen insbesondere. Tja, es gab nie oder fast kaum Ketchup, war immer so ein Artikel, der unterm Ladentisch ging. Weiße Bohnen in Büchsen, in Gläsern. Also wer hier unten, gerade im grenznahen Raum, nicht befahren, weil so kein Auto besaß, der musste sich ganz schön strecken. Und wir haben auch für Freunde und Bekannte, wenn mal irgendwas zu erstehen war, haben wir dann mitgebracht, gleich kartonweise, Angstkäufe nannte man das bei uns. Wenn man auch das Geld nicht hatte, aber man musste denn in dem Moment, weil es könnte ja sein, dass ein halbes Jahr später es nicht mehr da war. Also dieses ökonomische Desaster hier geht nicht darauf zurück. Das ist, ich meine, das ist ein zusätzlicher Faktor von Verschwendung und Fehlsteuerung. Das, also wenn man also das Klosettpapier mit verplant. Aber wenn das dann schließlich gefehlt hat, dann nicht, weil nicht genug produziert worden ist, sondern weil es immer wieder gute Gründe gab in diesem internationalen Wettkampf, also bis in die Alltagsversorgung hinein einzugreifen und Waren auf den Weltmarkt zu werfen, zu Dumpingpreisen, um den Rest der Devisen, der immer noch fehlte, hier reinzuholen. Also das hat also einfach dieses Wettlaufprojekt, wie ich das nenne, Trabi-Wirtschaft gegen Mercedes-Wirtschaft. Wenn man das 40 und 70 Jahre in der Sowjetunion betreibt, um also die Bombe parat zu haben für die militärische Parität und das, die Elektronik und so weiter. Wenn man das so jahrzehntelang betreibt, das heißt einfach, dass in dieses Verfahren geht alles rein und der Trabi ist natürlich, macht die Beine breit. Ist doch ganz, ist irgendwie völlig klar. Und das ist das Geheimnis und nicht der Plan. Das Geheimnis der Partei und Staatsführung liegt abgeschirmt von der Öffentlichkeit in Wandlitz und in den schönsten Naturschutzgebieten der DDR. Hier führen die SED-Genossen ein für DDR-Verhältnisse unvorstellbares Luxusleben und verprassen die wertvollen Devisen. Honeckers Jagdhaus Nossentiner Hütte hat 30 Millionen gekostet. Ich bin hier groß geworden in dieser Gegend und kenne diese Gegend an für sich auch. Aber sowas hier habe ich nicht gesehen und hätte es auch nie erwartet, dass unser Staatsratsvorsitzender aus einem Arbeiter- und Bauernstaat in so einem Lande, dass er sich solche Privilegien herausnimmt und eben so mit seinesgleichen hier gelebt und naja, eben. In vier Monaten so ein Objekt mit 35 Millionen aufzubauen, wir haben Schwierigkeiten gehabt, man sagt in vier Monaten, nur Schwierigkeiten, einen Sack Zement in vier Monaten zu kriegen, nur mit Loch und mit Tuch, mit Schmiergelder. Ja, und die haben in vier Monaten so ein Objekt aufgebaut. Also das sind Verbrecher gewesen in unseren Augen. Und, ja. Ich bin Rentnerin, möchte ich sagen, und kriege meine Rente von 370 Mark. Und wie ich das hier alles so sehe, und da kommt man leicht nicht drüber weg. Ich habe vorhin schon mit Tränen weinen müssen, wie er hier gelebt hat.
und wie wir sparsam und einfältig und bedauernswert nicht zu essen manchmal beschämend war, und er immer die Hand hoch und war immer der große Max. Und wir armen Menschen haben geknechtet, wie die. Ich habe 6 Kinder gehabt. Und so war das Leben eben. Ich glaube, wir haben ein falsches Bild vom Sozialismus überhaupt gehabt. Wir haben die Vorstellung gehabt, dass man den Menschen eine Gesellschaftsordnung einreden kann. Und haben vielleicht auch in unserem Bestreben, das so gut wie möglich zu machen, oft an den Interessen der Menschen vorbeiregiert. Doch es gibt seit Jahren bereits Proteste. Vor dem Domplatz in Zeitz verbrennt sich 1976 Pfarrer Brüsewitz. Mit seinem Selbstmord will Brüsewitz die Kirche zum Handeln auffordern. In der Ostberliner Chausseestraße schreibt Wolf Biermann, ein Freund Robert Havemanns, Lieder gegen die Greise im Politbüro. Lange Jahre mit Auftrittsverboten bestraft, lässt man ihn 1976 nach einer Konzertreise in die Bundesrepublik nicht mehr zurückkehren. Wenn es aber, wie man hier im Westen sagt, ans Eingemachte geht, dann hört der Spaß auf mit der Liberalisierung und dann zeigten sie deutlich, wer sie wirklich sind. Unterdrücker, Tyrannen, Diktatoren. Und ich ging ja ans Eingemachte. Ich redete ja nicht mit ihnen über irgendwelche Make-up-Fragen. Und so wurde dann im Politbüro beschlossen, wie ich jetzt weiß, damals natürlich nicht, mich nicht einzusperren, sondern auszusperren. Aber sie haben es so beschlossen, weil sie dachten, sie kommen billiger davon. Und das ist eben das Verrückte. Es wurde zu teuer für sie. Nicht meinetwegen, sondern weil durch diese Auswirkung so viel losging. Die haben ja eine Lawine losgetreten mit ihren plumpen Füßen. Das haben sie nicht gedacht. Aus Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns kehren Schriftsteller, Liedermacher und Schauspieler der DDR den Rücken. Die Zeit scheinbarer Freizügigkeit ist zu Ende. Als Rudolf Barrow 1978 sein Buch Die Alternative veröffentlicht, geht der Staat auch gegen ihn vor. Die Voraussetzung überhaupt für die Alternative war, dass ich wirklich gläubig war. Ich bin der Partei, meiner Partei gegenübergetreten wie der Ketzer seiner Kirche damit. Und deswegen eigentlich ist es dann auch so infam ausgefallen von ihrem Standpunkt aus, nicht? Weil sie sagten, also ein schlimmeres Buch gegen uns ist nicht geschrieben worden, weil es also glaubhaft war bis in die letzte Faser und völlig klar war, also dass das keine Phrase war zur Strategie einer kommunistischen Alternative, wie der Schlussteil dann geheißen hat, woher der Titel schließlich auch kam. Das heißt ja, dass damals die SED schon in der Situation war, in der Erstarrungsphase, in der sie sich bis zum Schluss befunden hat, dass sie überhaupt keine Möglichkeit mehr für sich selbst sah, sich zu verändern. Ist das richtig so? Ja, ich meine, also der ganze Machtapparat hatte wirklich völlig das Niveau der Novotny-Führung in der Tschechoslowakei. Also diese Mittelmäßigkeit, für die auch Brezhnev selber so charakteristisch war und die bestimmt eine historische Dimension irgendwie, gerade in dieser Eigenart hat, die war schon voll etabliert. Ich meine, deswegen eben hatten sie ja den Prager Frühling mit zerschlagen. Und die SED war wirklich nicht die letzte Partei, die da zugestochen hat. Zu den für die SED-Führung gefährlichsten Kritikern ihrer Politik gehört auch Robert Havemann. Der Wissenschaftler sagt sich von der Partei los, fordert einen demokratischen Sozialismus. Er publiziert im Westen, wird unter Hausarrest gestellt
und beeinflusst dennoch Frauen wie die Malerin Bärbel Buhley und Männer wie den Pfarrer Rainer Eppelmann von der Samaritergemeinde in Ost-Berlin. Hier in der Samaritergemeinde werden die Bluesmessen konzipiert, kirchliche Veranstaltungen als Alternative zur stetigen Propagandashow der FDJ. Die Bluesmessen waren ein erster Versuch mit Themen, über die man in der DDR öffentlich nicht redete oder sich nicht traute zu reden, eben in die Öffentlichkeit zu gehen. Und sie haben sich dann, weil sich das durchsetzte, innerhalb von ganz wenigen Monaten von einer Veranstaltung, die mit 200 Menschen anfing, zu einer Veranstaltung entwickelt, zu der Tausende kamen. Nach ein paar Jahren waren das etwa 10.000, hauptsächlich junge Leute, die aus allen Teilen der DDR dazu kamen. Sie hat damit einmal Asyl und Freiraum geboten für Menschen, die nichts davon hatten in unserer an sich geschlossenen Gesellschaft. Sie sind ein Zeichen des Mutes und der Hoffnung gewesen, dass man endlich anfing, über Dinge zu reden, die einem unter den Nägeln brannten. Und sie sind gleichzeitig auch ein reizvolles Angebot, ein reizvolles Abenteuer für viele Menschen gewesen, die da aus der ganzen DDR zusammengekommen sind, sich da getroffen haben. Für uns als Kirche eine ausgesprochen interessante Erfahrung, weil die meisten dieser Menschen vorher nie in einer Kirche gewesen sind. Das hat man in ihrem Verhalten gemerkt. Die sind am Anfang da trinkend und rauchend reingekommen. Wir haben also auch Probleme zeitweilig gehabt. Ich glaube, für beide ist das eine ausgesprochen gute Erfahrung gewesen. Selbst wenn das noch nicht alles gläubige Christen geworden sind, sind sie für meinen Eindruck zumindest für Kirche aufgeschlossene Gesprächspartner. Kirche hat mit dieser wohl wirklich politischen Arbeit einen politisch-diakonischen Auftrag an der Gesellschaft geleistet. Und ich meine, dass sie damit etwas ganz Zentrales ihres Auftrages erfüllt hat. Der Marktplatz zu Wittenberg. An der Wirkungsstätte Martin Luthers war Pfarrer Schorlemmer in aller Öffentlichkeit unter den Augen des Staatssicherheitsdienstes eine einzigartige Demonstration und lässt ein Schwert zu einer Pflugschar schmieden. Wenn wir umsetzen die Worte in Taten, die Träume in Wirklichkeit, dann können wir auch verzichten auf das geschundene Wort Frieden. Die Idee, Schwerter zu Flugscharen, stand in Zusammenhang mit der Nachrüstungsdebatte und der großen Angst, dass Deutschland zum Schlachtfeld der Mittelstreckenraketen der Großmächte wird. Und da wurde uns klar, dass wir die Instrumente, mit denen wir uns schützen wollten, uns zerstören würden. Und deswegen nahmen wir dieses alte biblische Bild von den Schwertern, die zu Flugscharen werden sollten, oder wir führten das weiter, die Raketenmäntel, die zu Wasserbehältern werden sollten. Wir hatten gute Raketen, deren Namen durften wir nicht mal nennen, die hießen SS-20. Die waren für den Frieden. Und es gab böse Raketen, die waren in der Hand der NATO. Und wenn man nun dafür war, das Schwert des Friedens abzurüsten, dann war man nicht mehr für den Frieden. Man sollte nur das Schwert, das für den Krieg da war, und das war das Schwert, das die anderen hatten, das sollte abgerüstet werden. Insofern war man gegen einen Pazifismus, der nicht mehr unterschied zwischen Freund und Feind. Ein jeder braucht sein Brot, sein Feind, und Friede ohne Freund soll sein. Der Protest gegen Rüstungswahn, Militarisierung und Bevormundung wird auf vielfältige Art formuliert. Zwei Beispiele. Nico Hübner verweigert den Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee. Der Schriftsteller Rainer Kunze schreibt sein Buch über die wunderbaren Jahre. Wir haben damals zusammen eine Eingabe geschrieben. Daraus entstand dann die erste außerkirchliche Gruppe, die als Frauen für den Frieden ein paar Jahre hier in der DDR gearbeitet hat. Ein großer Teil der Frauen ist dann in den Westen gegangen, jede dritte. Und der Rest, der ist jetzt in den verschiedensten Gruppen hier tätig und in der ganzen DDR. Eine Wohnung in der Ostberliner Rieke-Straße und eine Töpferwerkstatt werden in Berlin zu Treffpunkten von Schriftstellern, Malern und Liedermachern. Neben der offiziellen etabliert sich eine zweite inoffizielle Kulturszene, die Lesungen und Ausstellungen veranstaltet und sich dabei auch durch den Staatssicherheitsdienst nicht einschüchtern lässt.
Aber nicht nur Künstler und Intellektuelle fordern mehr Freizügigkeit, sondern immer mehr Jugendliche, die sich nicht länger gängeln lassen wollen und die frei sind vom Trauma des 17. Juni. Sie wollen reisen und sie wollen die Konzerte auf der anderen Seite der Mauer vor dem Reichstag besuchen können. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit der Volkspolizei und den Schlägern vom Staatssicherheitsdienst. Die Reaktion des Staates auf alle Forderungen nach mehr Freiheit, der weitere Ausbau des Geheimdienstes. Zuletzt sind es über 100.000 festangestellte Mitarbeiter und mehrere hunderttausend Spitzel und Zuträge. Im Rahmen der Umsetzung meiner gesamten Aufgabenstellung der Befehle und Weisungen und damit der vorgegebenen Sicherheitsdoktrin und des, sagen wir, überhöhten Sicherheitsdoktrin war ich der festen Überzeugung, dass diese Aufgabe notwendig und richtig ist, um unseren Staat vor Angriffen oder vor, sagen wir mal, Zersetzungserscheinungen zu schützen. Man hat meine gesamte Post kontrolliert, man hat sämtliche Telefongespräche rund um die Uhr abgehört, man hat die Wanzen eingebaut, die ich dann gefunden habe. Das soll aber so eine Nebenbastlergruppe gewesen sein. Und dann hat die Abteilung Leben, die heißt deswegen so, weil der Leiter dieser Abteilung Leben heißt, mit feiner Hochelektronik hier noch gearbeitet. Die müsste nach menschlichem Ermessen hier noch irgendwo in der Wohnung drin sein. Und gegenwärtig sind sie noch dabei zu prüfen, ob also auch mit Richtmikrofonen abgehört worden ist. Es hat dann anonyme Briefe gegeben, von denen wir früher mal gedacht haben, dass die möglicherweise von jemandem aus der Gemeinde geschrieben worden sind. Nach dem Auffinden der Abhöranlage war deutlich, dass auch das ein Werk der Stadtsicherheit gewesen ist. Als Helmut Schmidt 1981 bei seinem Besuch in der DDR nach Güstrow kommt, ist die Stadt hermetisch abgeriegelt. Die Jubeltrupps sind herangekarrte Hundertschaften des Stasi und verdiente SED-Genossen. Hier in Güstrow wird heute eines der vielen Verbrechen des Staatssicherheitsdienstes gedacht. 1984 erschießt ein angetrunkener Stasi-Mann zwei junge Männer, Uwe Siatkowski und Wolf-Dieter Runge, und verletzt einen dritten schwer. Ärzte und Angehörige werden zum Schweigen verdammt. Der Stasi-Mann wird versetzt, die Tat bleibt ungesühnt. Schauplatz Ost-Berlin. Die Rosa-Luxemburg-Demonstration im Januar 1988. An der Spitze schreitet Erich Honecker. Doch hinter ihm und dem herbeizitierten Jubelvolk werden nicht genehmigte Spruchbänder mit der Forderung nach Freiheit und Menschenrechten enthüllt. Überall in der DDR regt sich Protest. Nach den Reiseerleichterungen mit der Möglichkeit zu Verwandtenbesuchen im Westen, als Ventil gedacht, schwillt die Zahl der Ausreiseanträge weiter an. Hunderttausende wollen das Land verlassen. Einst ein Sportidol in der DDR, beendete Erfurter Günter Schomberg 1980 seine Laufbahn, stellt 1985 einen Antrag auf Ausreise und bekommt 1989 die Zusage. Aber die letzte Wartezeit wird zum Horrortrip für ihn und seine Familie. Diese 5,5 Monate waren schlimmer als die 5 Jahre zuvor, obwohl die auch schon sehr hart gewesen sind. Ich hatte Berufsverbot, meine Frau Berufsverbot, meine Tochter, die hatte keine Ausbildung bekommen, ist aus dem Abitur geflogen. Und diese ganzen unendlichen Schikanen, mein Junge verprügelt worden, Auswertung in der Schule mit 10 Jahren, also ist heute fassungslos. Und ich bin immer noch nicht nervlich darüber hinweg, aber diese 5,5 Monate waren also wirklich das Schlimmste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Ganz einfach deshalb, weil ab 1.1.89 galt eine neue Ausreiseverordnung drüben. Und wir hatten uns ein bisschen auf diese Sache verlassen und haben aber wieder gemerkt, nachdem wir einen Auslaufzettel bekommen hatten, dass es wieder ein Schuss in den Ofen gewesen ist, für die man ein bisschen auf dem Kieker hatte. Nicht? Und dazu zählte ich offensichtlich wegen meiner Tätigkeit im Leistungssport. Ich habe in den letzten Wochen war das so schlimm, dass ich bekam 2 Herzanfälle, bin beim Rat des Stadtbezirkes Erfurt-Nord bin ich regelrecht zusammengebrochen. Ich war drauf und dran, einen Menschen umzubringen. Ich muss das mal so hart sagen, weil ich nicht mehr in der Lage war. Ich hatte mich einfach nicht mehr in der Kontrolle. Meine Frau hielt mir die Arme fest. Müssen entschuldigen. Ich
kann es heute noch nicht fassen, wie Menschen so einfach so mit anderen Menschen umgehen können. Ich war am Ende, wir wollten uns das Leben nehmen zu viert. Wir wussten nicht mehr weiter, wenn man uns gesagt hatte, beim Rat des Bezirkes und beim Rat des Stadtbezirkes Erfurt-Nord, dass wir zwar die Erlaubnis gehabt hätten, aber dass das Ausreiseproblem für die Familie Schaumburg überhaupt nicht zur Debatte steht. Es wird irgendwann mal sein, wann, das kann niemand sagen, nicht? Und was wir überhaupt wollten, wir sollten doch zufrieden sein, dass wir die Zusage bekommen hatten, dass unsere Ausreiseersuchung positiv genehmigt sei. Haben Sie Leute beobachtet oder kontrolliert, die einen Ausreiseantrag gestellt haben? Solche Personen wurden unter Kontrolle gehalten, wie es befehlsmäßig geregelt wird, war von diesen Leuten zumindest vorbeugend unter Kontrolle zu halten, dass von dort keine Gefahren und sagen wir, sicherheitspolitische Dinge ausgingen, die den Staat schädigen konnten. Soweit. Die Flucht von Tausenden über die ungarische Grenze im Sommer 1989 und die Besetzung der westdeutschen Botschaft in Prag sind Zeichen eines rapiden Machtverlustes der SED-Führung in Ostberlin. Erich Honecker hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Starrsinnig begreift er zu keiner Stunde, dass sich mit Michael Gorbatschow und seiner neuen Politik der Perestroika und des Glasnost auch für den heruntergekommenen, abgewirtschafteten Sozialismus der DDR eine einmalige Chance bietet. Die Ausreise der Botschaftsbesetzer von Prag und Warschau in die Bundesrepublik bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das Klima in der DDR. Die Leipziger Montagsdemonstrationen und die Kundgebungen in anderen Städten der DDR zeigen den SED-Funktionären, dass ihnen die Macht entgleitet und lehrt sie das Flüchten. Auch Stasi-Einsätze können jetzt nicht mehr schrecken. Der 7. Oktober 1989. Die DDR-Führung lässt zum 40. Jahrestag der Staatsgründung antreten. Auf der Tribüne neben SED-Chef Erich Honecker, Michael Gorbatschow. Gorbatschow weiß um den besorgniserregenden Zustand der DDR. Er ahnt aber noch nicht, dass er zu einem Staatsbegräbnis erschienen ist. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. А тот, кто воспринимает импульсы жизни, общества и трансформирует их в соответствующую политику, aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet, того трудности не должны пугать. Это нормально. Der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung.
meine Urenkel, dass sie aufwachsen ohne Fahnenappell, ohne Staatsbürgerkunde. Und dass keine Blauhemden mit Fackeln an den hohen Leuten vorübergehen. In der Nacht vom 9. zum 10. November öffnen sich Mauer und innerdeutsche Grenze. Die Deutschen fühlen sich als ein Volk. Das Ende der DDR ist trotz krampfhafter Rettungsversuche einer neuen SED-Führung besiegelt. Na doch, heute! Wahnsinn! Wahnsinn! Was hast du heute? Das ist toll! 28 Jahre, das ist die Stunde! Ich bin sehr glücklich! Eisenach in Thüringen mit der Wartburg, dem Symbol deutscher Einheit. Hier haben die Studenten der deutschen Burschenschaften zum ersten Mal die Forderung nach der Einheit ihres Vaterlandes unter der schwarz-rot-goldenen Fahne formuliert. Hier auf der Wartburg fragen wir Deutsche aus der DDR, was nun bleiben wird von einem Staat, der ihr Leben bestimmt und geprägt hat und den es nun nicht mehr geben wird. Wir haben unseren Stolz, wir haben gearbeitet wie die Ochsen, ja? Ich war 30 Jahre VSD-Konsum, ja? Wir haben gearbeitet wie die Ochsen. Und für was? Der Staat DDR wird erstmal untergehen. Aber eine Erinnerung daran und gewisse, von Werten mag ich nicht gern sprechen. Manches hat sich doch als Unwert herausgestellt, was wir glaubten in 40 Jahren in Werte verwandelt zu haben. Man nimmt ja an, dass sicher einiges Positive übrig bleibt von diesen letzten 40 Jahren. Ich meine, es war ja nicht alles schlecht, was wir gemacht haben. Ich meine, die Fehler, die gemacht wurden und was gemacht worden ist von gewissen Leuten, das wird hoffentlich aber auch nicht vergessen in den Geschichtsbüchern. Es bleiben für uns eigentlich 40 Jahre harte Arbeit. Wir hoffen, dass nicht alles von dem, was wir doch erkämpft haben, irgendwie verloren geht, dass wir ein kleines bisschen Geschichte noch behalten.